Immer wieder tauchen im Aquarium Algen auf. Nebenbei, mein Name ist Lukas Müller und wir wollen euch heute zeigen, wie ihr eure Fadenalgen beseitigen könnt. Film ab! Fadenalgen beseitigen. Wer kennt sie nicht? Die Fadenalge. Bei jedem ist sie das ein oder andere Mal schon aufgetaucht. Doch wie bekommt man die Fadenalge wieder weg? Dazu müssen wir die Algen erstmal eindeutig identifizieren und erkennen, ob es sich denn wirklich um eine Fadenalge handelt. Fadenalgen befinden sich oft in kleineren oder größeren Büscheln zwischen und auf Pflanzen und zwischen Wurzeln und Steinen. Sie sind kräftig hellgrün gefärbt und sehr verheddert, eben wie tausend feine Fäden. Will man sie entfernen, verhaken sie sich gerne an Gegenständen. Durch starke Strömung können sie auch in die Länge gezogen werden. Normalerweise will man diese Alge in seinem Aquarium nicht sehen. Doch wie kann man sie entfernen? Das ist nicht so leicht zu erklären und es gibt keine Nonplusultra-Lösung für das Eliminieren dieser Alge. Zuerst muss man verstehen, wie die Algen überhaupt entstanden sind, um verhindern zu können, dass nach dem Entfernen noch weitere Algen nachwachsen. Algen entstehen meistens dann, wenn ein Nährstoffungleichgewicht im Wasser herrscht. Das bedeutet, es gibt zu viele oder zu wenige Nährstoffe für die Pflanzen. Gibt es zu wenig Nährstoffe, dann können Pflanzen oft nicht gut wachsen und gehen ein. Gibt es dann zu viele Nährstoffe, zum Beispiel durch Überdüngung oder einen hohen Garnelen- oder Fischbesatz, dann profitieren plötzlich die Algen und machen sich den Nährstoffüberschuss zunutze. Das heißt also, alles, was wir machen müssen, ist das Nährstoffgleichgewicht im Aquarium wiederherzustellen. Doch das ist einfacher gesagt als getan. Für den Anfang empfehlen wir zuerst, alle Algen so gut wie möglich zu entfernen, die Beleuchtung weniger lang brennen zu lassen und mit der Düngung zurückzufahren. Gegebenenfalls sollte man auch über einige zusätzliche, schnell wachsende Pflanzen nachdenken. Diese nehmen dann den Nährstoffüberschuss für sich in Beschlag und damit den Algen ihre Grundlage. Zum Glück sind Fadenalgen im Gegensatz zu zum Beispiel Pinselalgen leicht entfernbar. Man nimmt einfach einen Holzstab, eine Pinzette oder wie hier zum Beispiel diese Schere und dreht die Alge aus dem Aquarium. Da die Alge sehr stark zusammenhält, also äußerst robust ist, werden oft auch noch andere Stränge mitgezogen. Hat man nun so viel Alge wie möglich entfernt, kann ein Teilwasserwechsel durchgeführt werden. Dieser sollte in den nächsten paar Tagen alle 5 bis 7 Tage durchgeführt werden. Falls dies alles nichts hilft, haben wir noch einen Geheimtipp. Der Weidenbaum. Das Holz des Weidenbaums enthält Salicylsäure, was das Wachsen von Fadenalgen verhindert. Man kann einfach ein paar Äste ohne Blätter in das Aquarium legen und die Alge müsste absterben bzw. deutlich langsamer wachsen. In der Zwischenzeit kann man das Gleichgewicht wiederherstellen und darauf achten, dass die Pflanzen wieder schnell und gesund wachsen. Jedoch sollte man mit diesen Ästen aufpassen, denn das Risiko auf Nebenwirkungen bei Garnelen besteht. Also gilt bei Algen generell die Ursache bekämpfen. Wachsen die Pflanzen gut, geht es meistens den Algen schlecht. Dies sind jetzt alles keine ultimativen Lösungsvorschläge, wie schon bereits erwähnt. Es gibt noch viele andere mögliche Gründe für Algen. Da muss man dann einfach auch nochmal das Internet zusätzlich bemühen und schauen, ob man sich selbst irgendwo wiederfindet. Hast du auch schon mal Probleme mit Algen gehabt? Dann hau in die Tasten und schreib es mir unter dem Video in die Kommentare. Vergiss uns nicht zu abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch noch frohe Weihnachten, einen guten Rutsch. Wir sehen uns im neuen Jahr wieder. Schaust du gerne TV, wirst du gerne schlau. Bis dann.